Es ist mal wieder soweit. Ich habe ein Paket von Avelle gestern bekommen und freue mich jetzt so sehr, das mit euch auszupacken. Und wenn ihr wissen wollt, welche neuen Bücher hier jetzt gerade eingezogen sind, dann bleibt unbedingt dran, dann sehen wir uns jetzt gleich im Video. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Ja, es ist ein neues Avelle-Paket eingezogen. Ich habe auch noch schnell die Neuzugänge für den Januar gedreht. Also zählt das jetzt zu den Neuzugängen Februar. Und ja, ich bin gespannt. Ich habe von Avelle einen 25-Euro-Gutschein zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen, vielen lieben Dank an der Stelle. Ich muss auch sagen, unabhängig davon, dass ich diesen Gutschein bekommen habe oder nicht, finde ich, haben die einen richtig guten Kundenservice und ich bin ein totaler Fan von Mängelexemplaren. Weil ich persönlich bestelle halt nichts mehr von Rebuy, Medimobs etc. pp., weil ich da nur noch unzufrieden war, weil die Zustände der Bücher nicht dem entsprochen haben, was ich mir hätte gewünscht. Vor allem halt, ja, es sind gebrauchte Bücher, aber es geht ja nicht darum, ob man jetzt 1 Cent oder 10 Euro für ein Buch zahlt, sondern es geht ja darum, zu welchem Zustand kaufe ich ein gebrauchtes Buch. Und ich habe das Gefühl, es ist egal, ob da sehr gut oder neuwertig dort steht oder akzeptabel. Es wird nicht mehr geprüft. Das ist völlig random, was man da für Zustände bekommt. Und am Ende möchte man ja die Bücher trotzdem gerne lesen und nicht reklamieren. Und wenn man sie dann reklamiert, dann kriegt man eben auch nur eine Gutschrift. Und das ist ja auch alles mit Aufwand verbunden. Ja, deswegen kaufe ich da eigentlich schon seit einem Jahr gar nichts mehr. Das letzte Mal, als ich dort gekauft habe, war ich wieder enttäuscht. Und deswegen hole ich mir gebrauchte Bücher wirklich bei Tauschticket. Dann habe ich jetzt endlich mal eBay Kleinanzeigen ins Auge gefasst. Da haben mir viele von euch geschrieben, dass sie da sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Und vor allem haben die meine alten Kinderbücher, also so Hanni und Nanni. Und da habe ich ja 3 Ausgaben, die ich gerne austauschen möchte. Und dann würde ich es auch gerne nochmal lesen. Und ich habe da gerade einige Bücher in der Merkliste und freue mich wahnsinnig. Vielen Dank für diesen Tipp. Also eBay Kleinanzeigen ist sowas, das ist in meinem Leben noch ein bisschen an mir vorbeigegangen. Warum, weiß ich nicht. So, darum soll es jetzt aber nicht gehen. Jetzt soll es um Avelle gehen, denn ich liebe einfach Mängelexemplare. Die haben keine Leserillen. Sie sind neue Bücher im Endeffekt. Sie haben meistens nur irgendwo eine Markierung oder einen Ratscher im Cover, im Buchschnitt, damit sie halt von der Buchpreisbindung entbunden sind. Und man sie halt einfach günstiger anbieten kann. Und man kann bei Avelle auch neue Bücher bestellen, wenn man das möchte. So sieht das Paket aus. Und ja, wenn ihr das Unpacking jetzt gleich sehen werdet, werdet ihr mich vielleicht für etwas bescheuert erklären. Denn eigentlich war ja das Ziel, mir 2021 nicht so viele Bücher zu holen. Aber ich hatte den Gutschein und die hatten so gute Angebote, dass ich im Endeffekt nochmal 50 Euro draufgezahlt habe. Also ich habe jetzt hier Bücher im Wert von 75 Euro bei Avelle bestellt. Ja, ja, lassen wir das einfach mal so dahingestellt. Ja, und da ist auch schon das erste Buch, das, ja, das zählt eigentlich schon mal gar nicht zum Sub. Und ich werde euch die Preise hier einblenden, die, dann muss ich nicht auf jeden Preis eingehen. Und das ist so ein Ausfüllbuch gewesen. Kalender für kontrolliertes Chaos. Mein Platz für alle Tage, Ideen, Listen und Geistesblitze. Ich weiß noch nicht, ob ich das mal verschenke oder ob ich das selber mal benutze. Aber ich finde irgendwie, finde ich es ganz cool, so ein Listenbuch zu haben. Vielleicht werde ich mir da auch einfach nur Sachen rausziehen für mein eigenes Bullet Journal. Mal gucken. Also es sind hier im Endeffekt hier so, es ist wirklich so ein Listenbuch. Ich finde es irgendwie cool. Es ist eine Zufallsliste, To-Do-Liste, nicht vergessen. Ich glaube, ich verwende das wirklich einfach als Einkaufszettelbuch. Das ist, oder als tägliches To-Do-Buch. Irgendwie macht mir das Spaß. Es ist wirklich eigentlich ein Quatschbuch, was man nicht braucht. Aber ich weiß auch nicht. Ich bin anfällig für so einen Quatsch. Dann, für was ich auch anfällig bin, ist das nächste. Ich finde es so cool. Ich finde es so cool.
oh Gott. Eigentlich habe ich es für meine Tochter geholt, aber ich glaube, ich behalte es selbst. Bad Kitty will nicht baden. Muss ich denn dazu noch was sagen? Wie kriegt man seine völlig verdreckte Katze in die Badewanne? Nur mit Geschrei, Zeder und Mordio? Genau. Und was macht, braucht man dafür? Natürlich eine Badewanne, viel Wasser, trockene Handtücher. Oh mein Gott. Annika, falls du das Buch Video siehst, weißt du Bescheid. Das ist eigentlich, das ist doch hier. Ach, oh Gott, ich find's so cool. Ich find's so toll. Ja, muss ich nicht viel dazu sagen. Dann habe ich euch ja im letzten Avell-Unpacking, wisst ihr ja, ist hier eingezogen, der erste Band dieser Virgin River-Reihe, die 18 Bände lang ist. Einige von euch, oder mir hat jemand drunter geschrieben als Kommentar, dass man das nicht wusste, dass die Reihe so lang ist. Es gibt nur eine gewisse Anzahl in dieser Netflix-Ausführung, in dieser Netflix-Edition, aber die sind vorher schon mal in einer anderen Aufmachung erschienen. Und deswegen wusste ich halt, dass es da 18 Bände gibt. Und ich habe mir den zweiten Band geholt, weil der halt gerade da auch im Angebot war. Und ja, ich werde mir jetzt da nicht den Klappentext durchlesen, weil ich ja erst mit dem ersten Band weitermache. Aber ich denke halt, wenn man so eine lange Reihe dann gerne liest, dann ist es ganz cool, wenn man da so ein bisschen sparen kann. Und deswegen habe ich mir den halt geholt. Ich werde eh bald mit der Reihe beginnen. Von daher ist es ganz gut. So, habe ich mir eine komplette Reihe geholt. Ich bin so bescheuert, aber die waren so günstig dort, die Bücher. Und ja, über diesen Zustand brauchen wir eigentlich gar nicht reden, weil es sind halt Mängelexemplar, keine Leserillen, die schauen immer gut aus. Wir haben halt hier diesen Stempel und hier, der hier hat nicht mal eine Macke. Also weil manchmal hat man hier so einen tiefen Ratscher, aber nicht mal das. Und von daher braucht man da eigentlich nicht viel dazu sagen. Und ich, wie gesagt, ich bin so bescheuert. Ich habe mir eine komplette Reihe gekauft, bestehend aus 5 Bänden, weil die schon lange auf meiner Wunschliste ist und die war so unverschämt günstig. Und ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt nicht zuschlage, dann bin ich echt total bescheuert. Und wenn sie mir nicht gefällt, dann kann ich sie ja trotzdem irgendwie verlosen oder sowas. Und dann habe ich jemanden anderen vielleicht eine Freude gemacht. Aber, und dann habe ich als Alibi gleich, weil die gibt es nämlich auch bei Skobi, gleich den ersten Band gelesen, damit ich sagen kann, gefällt mir die Reihe oder nicht. Also ich habe bestellt und dann direkt den ersten Band als E-Book angefangen. Und ich kann sagen, die Reihe gefällt mir. Zumindest der erste Band. Und zwar, ach, so dünn sind die. Schau an. Und zwar habe ich mir diese Reihe hier bestellt. Diese Taste of Love-Reihe von Poppy J. Anderson. Von dieser Autorin schwärmt ja auch immer mal die Maike von den Book Friends. Die hat aber diese Rockstar-Reihe von denen gelesen. Es sind ja nur 5 Bände. Und ja, ich habe mir, wie gesagt, die komplette Reihe bestellt. Ja, und ich bin so, so froh drüber, weil der erste Band hat mir so gut gefallen. Wir gehen gleich mal der Reihe nach durch. Genau, den habe ich nämlich. Den habe ich nämlich gelesen. Und ah. Der hat mir auch, ja, so dünn ist er dann doch nicht. 378 Seiten, es ist okay. Hier geht es, glaube ich, in jedem Band, die sind völlig unabhängig voneinander. Es geht um völlig andere Protagonisten. Man muss die auch nicht der Reihe nachlesen, glaube ich. Außer man ist so ein Monk wie ich. Und ja, das will ich sagen. Also der Zustand, der hat hier nicht mal einen Mängelexemplarstempel. Also ich habe da wirklich nur ein paar Euro gezahlt und der hat nicht mal einen Stempel. Der ist einfach nur, gut, kann ich mir ein neues Buch ins Regal stellen. Sehr schön. Und das macht den Monk in mir sehr glücklich. Ich liebe ja Kochen und Essen und ich liebe Kochsendungen sehr. Und ich liebe auch das große Backen sehr. Das habe ich auch immer gerne geschaut. Auf Netflix gibt es ein paar Backsendungen, die mag ich nicht ganz so gerne, weil mir die Amerikaner so ein bisschen zu übertrieben sind. Aber ich mag das halt. Und ich mag auch gerne gute Bücher, wo das Setting so die Küche ist. Feiere ich total. Und so mochte ich auch hier diesen ersten Band so gerne. Und hier geht es um Andrew Knight und um, ja, wie heißt sie, Brooke Day. Und er ist halt Sternekoch und sie ist halt Hobbyköchin, die das Restaurant ihrer Eltern über Wasser hält. Und ah, das war so witzig. Die treffen halt aufeinander. Er ist total ausgebrannt und braucht eine Auszeit.
und macht Urlaub und dann trifft er auf sie und sie kocht halt so gut und er sagt ihr halt nicht, wer er wirklich ist und das ist total vorhersehbar, aber mir hat so Spaß gemacht, den beiden beim Kochen zuzuschauen. Es ist ganz, ganz, ganz wenig Erotik da drin. Es ist so witzig. Ja, die Reaktionen auch gerade von Brooke ist manchmal sehr überzogen, aber es hat gepasst. Also Poppy J. Anderson hat einen Schreibstil jetzt mit dem ersten Buch, das ich jemals von ihr gelesen habe, kann ich das schon sagen, der mich so süchtig gemacht hat und das war so ein Stimmungsaufheller. Das hat mir so gut getan, gerade in der aktuellen Zeit so ein Gute-Laune-Buch zu lesen. Wahnsinn, habe ich mich richtig gefreut und ich freue mich jetzt wirklich, dass ich noch 4 Geschichten da habe von ihr und die hat ja noch mehr Bücher geschrieben, aber Rockstar-Bücher, da bin ich immer so ein bisschen zwiegespalten, da muss ich echt Bock drauf haben. Genau, dann habe ich hier noch, ich glaube, der zweite Band ist dann Zart verführt, da geht es, glaube ich, um eine Schokolaterie, keine Ahnung. Und dann habe ich hier Happy End, Rezept fürs Happy End. Wo geht's da? Da geht es um ein Steakhouse. Dann, oh, das ist glaube ich das dünnste. Mit Sehnsucht verfeinert. Worum geht's hier? Also die haben wirklich auch gar nichts miteinander zu tun irgendwie. Es geht um ein angesagtes Restaurant auf jeden Fall. Und um irgendeine steile Karriere. Kann ich euch jetzt nicht sagen. Schaut ein bisschen nach indischen Gewürzen aus, was man hier so, Safran und Curry und so, was man hier so auf den Covers sieht. Keine Ahnung. Dann hier geht es wahrscheinlich um eine Bäckerei. Küsse zum Nachtisch. Weil das sieht man hier dann schon so an diesen Zutaten. Hier geht es um eine Gastro-Kritikerin und ja, keine Ahnung. Schaut mir auf jeden Fall nach Nachtisch aus. Ja, steht da auch drauf. Ja, auf jeden Fall freue ich mich so wahnsinnig über diese Reihe. Genau, musste ich zuschlagen. Dann noch ein Buch, wo ich natürlich zuschlagen musste, weil es halt schon echt lange auf meiner Wunschliste steht und ich will es ja eh unbedingt lesen und wenn es halt günstig ist, mein Gott, und ich will ja die Bücher von ihr eh im Regal haben, weil die eigentlich immer ein Highlight für mich sind. Und ja, von Anne Freitag, mein Leben basiert auf einer wahren Geschichte. Das noch. Und dann brauche ich von ihr noch das Gegenteil von Hasen. Und dann habe ich zumindest diese ganzen Jugendgeschichten von ihr schon mal vollständig im Regal stehen, die mich auch immer wieder begeistern. Das hier ist so eine Roadtrip-Geschichte. Und deswegen ist die auch jetzt noch nicht so in mein Regal gewandert, weil Roadtrip-Geschichten, da bin ich manchmal so ein bisschen zwiegespalten. Ich weiß auch nicht warum, die reißen mich nicht immer so mit. Aber es ist halt Anne Freitag und die Claudia von Beauty Butterflies ist auch sehr begeistert von diesem Buch gewesen und ich denke auch, dass mir das auch gefallen wird. Ja. Jo, und dann musste ich auch noch holen, natürlich, das musste hier einziehen, von Melanie Rabe. Ist auch super guter Zustand. Na gut, das hier hat hier einen Knick, stört mich jetzt aber nicht. Hier hat es so einen Knick, so sieht man es. Ja, und natürlich auch hier diesen Mängel-Exemplar-Stempel. Dann diese Taste of Love-Bücher, die haben wirklich auch nur diesen Stempel. Und muss man die vielleicht gar nicht mehr einritzen, die Bücher? Keine Ahnung. Doch hier, das hat einen Ratscher, aber unten am Schnitt halt. Ja, von Melanie Rabe, der Schatten ist eingezogen. Von ihr will ich ja auch alle Thriller unbedingt lesen. Somit habe ich jetzt 2 ungelesene Bücher von ihr. Und ja, freue mich einfach da wirklich, dass ich da Schnapper gemacht habe von Büchern, die ich dringend lesen möchte und muss, will. Ja. Und als Mama holt man sich natürlich auch immer auch was für die Kinder, das ist klar. Ich finde sowieso Avelle ist eine unglaublich, unglaublich tolle Anlaufstelle für Kinderbücher. Ich habe da schon so viele Kinderbücher geholt und finde es halt richtig klasse. Und das habe ich mir jetzt für die Kleine geholt, also auch für wenig Geld. Mein Klipp-Klapp-Klappenbuch. Und das ist, da geht es um Musik. Das Schaf spielt auf seiner Gitarre. Ich meine, wir haben echt viele solche Bücher. Aber es war halt günstig. Und ich hatte ja auch am Montag Geburtstag. Und dann kann ich das dann so noch mit einpacken.
die Mäuse tanzen einen irischen Volkstanz und dann ist es halt auch wie so eine Klarinette, habe ich gesagt, wie eine Kastagnette so gemacht und dann kannst du da so damit klappern und das ist halt ihr Buch, weil die Bücher, die wir jetzt alle da haben, gehören fast allen der Großen eigentlich und dann muss die Große immer bitten, gib doch der Leni bitte deine Bücher und das sind doch eigentlich Babybücher und es ist schwierig, also ihr wisst es ja selber, wenn ihr Eltern seid. Und dann habe ich noch, da weiß ich aber nicht, ob das nicht vielleicht unnötig ist, ich habe keine Ahnung. Wenn es blinkt, dann stimmt's. Mein Lichtbuch, das kostet neu 15 Euro. Würde ich jetzt nie für dieses Buch ausgeben, wenn ich ehrlich bin. Wenn es blinkt, stimmt's. Mein Lichtbuch statt. Also das hat mich einfach auch begeistert. Ich mache das jetzt mal an. Wenn es blinkt, dann stimmt's. Nanu, was ist denn da vorne los? Fragt Mama, guck, da hat's gekracht. Womit? Ach ja, doch. Womit fährt wohl die Polizei, um zu helfen? Aber es blinkt nicht. Ist das vielleicht kaputt? Ach doch. Ich hatte es bloß blöd. Hier, die Polizei und dann blinkt es hier, wenn man das dann richtig hat. Genau, das lesen wir einmal durch, dann hat die sich das eh gemerkt. Aber man hat ja zwei Kinder und von daher ganz cool. So, dann habe ich auch für Montag noch was für die Kleine, für die Große, dass sie da auch was zum Auspacken hat. So, das war meine Avell-Bestellung und ich bin so, so, so happy. Ich verlinke euch den Shop in der Infobox. Vielen, vielen lieben Dank nochmal an Avell für den Gutschein. Ich freue mich immer sehr, wenn ich so einen Gutschein bekommen kann. Und es ist wirklich eine großartige Anlaufstelle für günstige Bücher in guter Qualität, wenn einen die Mängelexemplarstempel nicht stören. Und wenn man dann eh dabei ist, dann kann man auch gleich neue Bücher dann dort auch kaufen, ist auch möglich. Ich finde es klasse, ich liebe den Shop, ich bin da seit Jahren sehr, sehr zufrieden und ja. Schreibt mir mal unbedingt in den Kommentaren, wo ihr am liebsten eure Bücher bestellt, ob ihr so pro Avell seid oder pro Rebuy Medimops. Ich bin ja inzwischen so, vielleicht kommt das auch mit dem Alter, ich weiß es nicht, so auf den Stand, dass ich wirklich nur am liebsten nur Bücher im Regal stehen hätte, die wirklich einen sehr, sehr guten Zustand haben und von daher ist mir das sehr, sehr wichtig und ja, ich bin sehr, sehr zufrieden und haben wir lang genug geredet und wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, abonniert mich und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!